Einige glauben, dass die Surat Bismillah Rahman Rahim gehört zum Koran und einige sagen, gehört nicht zum Koran. Das heißt, ihr lebt in eine Fälschung, mehr oder weniger, dass der Koran nicht komplett ist oder irgendwas von dem Koran weggenommen ist. Nämlich entweder gehört die Surat Bismillah Rahman Rahim oder gehört nicht in den Koran. So, wenn du so sagst und das ist doch so, dann hast du es geschafft. Aber wie lebst du in eine Vermutung? In dem Sinne. Deswegen sagt Imam al-Nawawi, فَإِنَّهُ لَا يُكَفَّرْ بِالْإِجْمَعِ. Das heißt, es gibt eine Einigkeit bei Ahl Sunnah und Jama'ah, dass derjenige einen Vers von dem Koran nicht als ein Bestandteil bezeichnet, der wird nicht als Kafir bezeichnet, der wird nicht als Nicht-Muslim bezeichnet. So, das ist jetzt die zweite Behauptung, die er gemacht hat, dass der Koran über die Fälschung des Koran. Und jetzt können wir nachweisen oder beziehungsweise entdecken, warum Ibn Taymiyyah diejenigen, die die Fälschung des Korans oder irgendwas von dem Koran verleugnen, nicht für Kafir gehalten dürfen. Da kommt daraus jetzt, weil er hat selber festgestellt, dass die Salaf haben genau die gleiche Fehler gemacht wie einige Ulama, die angeblich bei uns das gemacht hätten, ne? Haben sie genau die gleiche Fehler gemacht. Wie zum Beispiel, jetzt er sagt, wo Aydan, fa inna salafa akhta'a kathiran, kathirun minhum, fi hadihil masail, wa attafaqu ala adam al-takfir bithalika. Das heißt, viele von den Salaf haben Fehler gemacht in dieser Hinsicht auch und keiner hat behauptet, dass sie Kafir sind. Weil die Salaf so einen Fehler gemacht haben, deswegen sind die nicht Kafir. Deswegen können sie nicht sagen, dass derjenige, der die Fälschung behauptet, ist aus der Gemeinde ausgeschlossen. So, er sagt, وَاتَّفَقُوا عَلَىٰ دَمْ تَكْفِيرُ بِذَلِكَ. Das heißt, die sind einig. Ich weiß nicht, wie Bruder Abu Bakr ist dazu gekommen, zu behaupten, dass die Ahlus Sunnah wal Jama'ah sind darüber einig, dass derjenige, den Koran als verfälscht hält, tritt aus dem Islam aus. Ich weiß nicht, wie er dazu kommt. Hier, Ibn Taymiyyah gibt zu und er sagt, er ist Sheikh al-Islam bei al-Nawasib. Sheikh al-Islam. Er sagt, وَاتَّفَقُوا عَلَىٰ عَدَمِ التَّكْفِيرِ بِذَلِكَ مِثْلَ مَا أَنْكَرَ بَعْضُ الصَّحَابَ أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتْ يَسْمَعْ نِدَاءُ الْحَيِّ. So wie einige von den Sahaba haben das verleugnet, dass der Tote die Stimme von den einen von den Lebendigen hören oder hören kann. وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ الْمِعْرَاجُ يَقَظَ. Und einige von denen hat auch verleugnet, dass der Mi'raj, ne, ein Geschehen war, während Rasulullah s.a.w. wach gewesen ist. Ne? Das heißt, viele haben behauptet, dass er im Traum in Mi'raj gewesen ist. وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ رُؤْيَةَ مُحَمَّدٍ رَبَّهُ. Und einige haben verleugnet, dass Muhammad s.a.w. Allah gesehen hat oder seinen Herrn gesehen hat. ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام معروف وكذلك لبعضهم في قتال بعض. Das heißt, sie haben so viele Fehler gemacht in verschiedene Sachen, nicht nur in diese Sache, in Koran Sache. Sie haben in verschiedene Sachen gemacht. Und kommen wir jetzt auch, وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن. Einige Salaf haben einige Buchstaben von dem Koran abgelehnt oder verleugnet. Sind die Kafir? Also ich empfehle nicht, so eine Forderung zu stellen an uns gegenüber denjenigen, die das behaupten, dass sie mit Kafir bezeichnet werden. Wenn wir jetzt sagen, dass wir werden mit dir gehen, mit deiner Forderung, ne, mit deinem Wunsch, das heißt, wir müssen wal'iyadu billah auch die Sahaba für Kuffar halten. Und das geht ja nicht, weil sie haben genau dasselbe gemacht, was du meinst, dass die Schiiten machen. Was du meinst, aber das ist nicht der Fall. Wir haben das nachgewiesen, dass das nicht der Fall war. So, وَمَنْ إِنْكَارْ بَعْضِهِمْ. Einige von Salaf haben auch abgelehnt oder verleugnet قَوْلُهُ أَفَلَمْ يَيْأَسُ الَّذِينَ آمَنُوا. In Surat al-Ra'd haben sie es in Surat al-Ra'd Vers 31 verleugnet. Einige haben das verleugnet, das ist nicht vom Koran. Das heißt, sie behaupten, dass der Koran nicht vollständig ist. Soll ich jetzt diese Menschen
Salaf, soll ich sie für Kafir halten? Geht ja nicht. Wer ist Imam Khamenei und wer ist Imam Khomeini und wer ist Imam Hui gegenüber Salaf? Salaf, das sind diejenigen, die mit Rasulullah so geliebt haben. So, wenn die, wenn ich darf, wenn ich das gedurft hätte, ne, dann hätte ich das auch für die anderen gedurft. Das heißt, ich darf nicht Salaf mit Kuffar oder ich darf sie nicht aus der islamischen Gemeinde oder von der islamischen Gemeinde ausschließen, weil sie haben uns den Koran und die Sunna überliefert. So, jetzt hier, laut diesen Angaben von Ibn Taymiyyah in seinem Buch Kutub wa Rasa'il wa Fatawa Ibn Taymiyyah fi Tafsir, Band 12, Seite 179 bis Seite 180, sagt das einige. Waqala, also sie haben auch ein Vers verleugnet und haben sie einen anderen Vers behauptet, dass der gehört zu dem Koran und nicht der andere. Nämlich, أَوَلَمْ يَتَبَيَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Nicht, أَفَلَمْ يَيْأَسَ الَّذِينَ آمَنُوا. Das heißt, im kompletten Vers haben sie eine Behauptung gemacht, dass der gehört zum Koran und nicht der andere Vers. وَأَنْكَرَ الْآخَرَ قِرَاءَةَ قَوْلِهِ أو قوله أو قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. Ein kompletten Vers haben sie verleugnet aus dem Koran mit einer Bestätigung von Ibn Taymiyyah in Surat al-Isra, Vers 23. Also das können wir bei ihm in seiner Quelle schon nachprüfen, dass das so der Fall war, so dass die Sahaba behauptet haben, dass der Koran nicht vollständig ist oder verfälscht wäre. So, diese, was er meint, einige, wer sind das? Das war der beste Lieferant der Sunna bei Ahl-Sunna, nämlich Ibn Abbas. Einer von den Besten, sagen wir, nicht der Beste. Ibn Abbas hätte so ein Vers verleugnet. Laut Ibn Taymiyyah in seinem Buch, مجموعة كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير. Nämlich Band 12, Seite 179 bis Seite 180. Also das ist auch eine dritte Behauptung. Ich empfehle, lieber Abu Bakr, dass du das Buch von Al-Kafi selber liest und sollst du selber von den Schriftstellern des Buches feststellen, ob er das wirklich das behauptet, was du hier angegeben hast. Oder nicht. Nämlich, dass der Al-Kafi genauso sahih bei uns wie bei euch sahih Bukhari. Stimmt gar nicht. Stimmt nicht. Al-Kulayni selber sagt, das, was ich an Sammlungen gemacht habe, ist drinne sahih und da'if und mutawatir und ahad und was weiß ich. Also er hat nicht gesagt, das ist alles wie bei dir ist sahih Bukhari komplett sahih. Das ist eine Behauptung, die überhaupt nicht stimmt. So, das ist die dritte Behauptung, die überhaupt nicht stimmt. So, was den Vers 33, 71 angeht, haben wir schon erwähnt, dass damit Ali a.s. gemeint war, das ist auch ein Hadith. Das ist kein Bekenntnis, das ist ein Hadith. Und die Ulama von uns sagen, dass dieser Hadith Ahad ist. Ahad ist Dhanni, Dhanni ist Vermutung. Ist eine Vermutung, dass das so ist. Und er möchte gerne von mir den Koran, der durch Ali a.s. überliefert ist. Jeder Salafi soll bitte seinen Koran aufschlagen, was in Mekka oder in Jeddah gedruckt ist. Und dann soll bitte am Ende des Korans lesen, die Erklärung, von wo dieser Koran abstammt. Was wir heutzutage lesen. Jeder Muslim auf der Erde liest diesen Koran. Und dann können wir jetzt eine Gegenfrage stellen zu seiner Frage. Und diese Gegenfrage wird zweiköpfig sein. Ne? Zweiköpfig. Nämlich. Wie das Buch geschrieben wurde, der Koran, wie das geschrieben wurde. Ala ma yuwafiq riwayatu Hafs ibn Sulaiman ibn al-Mughirat al-Asadi al-Kufi. Das ist ein Kufi, aus Kufa.
Da müssen wir aufpassen, ne? Erstmal. لقراءة عاصم ابن أبي النجود الكوفي auch noch ein Kufiten. Das bezweifeln wir nicht. Sie bezweifeln, dass die Kufiten Verräter waren. Aber hier, das waren Überlieferer von dem Koran. التابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي عن عثمان بن عفان haben wir ein Osman, ein Sahabi. وعلي بن أبي طالب und Ali بن أبي طالب. Das drinne hier. Du brauchst einen Koran von Ali, hier haben wir den Koran. Wir haben nur diesen Koran. Eine Bestätigung, dass dieser Koran unverfälschbar ist. وزيد بن ثابت وأبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. Fertig. عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ali ibn Abi Talib ist hier drinne. Aber jetzt habe ich eine Frage. Wo ist Abu Bakr und wo ist Umar? Sie sind nicht drinne.